Winkelhalbierende für den Kreismittelpunkt in einem Dreieck. Ich brauche nur Parallele zu den zwei Parallele zu den jetzigen Linien, wenn ich jetzt nicht unbedingt hier eine Funktion verwenden will, sondern das wirklich konstruieren will. Ich kann hier den rechten Winkel finden. Hier finde ich auch irgendwo einen rechten Winkel. Hier. Somit habe ich den Winkel zum Kopieren für diese Linie. Steuerung Groß E, Kopie verschieben. Von hier in diese Richtung, 3, Enter. Das gleiche mache ich hier. Steuerung Groß E, von hier, nein, Steuerung Groß E, von genau hier, in diesem Winkel, 3, Enter. So, dann brauche ich noch den Schnittpunkt. Ich markiere dieses hier, das Punktwerkzeug, die Steuerungstaste, Klick. Und jetzt kann ich die Winkelhalbierende zeichnen. Von hier nach hier. Das gleiche kann ich eben mit dem auch noch machen. Hier. Diese Steuerung Groß E. Von hier in diese Richtung 3 Enter. Und bekomme natürlich wieder einen schönen Schnittpunkt. Hier Steuerungstaste, Schnittpunkt und habe hier wieder die Möglichkeit, die Winkelhalbierende zu zeichnen. Diese, na, oh je, eine Grafikkarte. Steuerung, bekomme ich den Mittelpunkt. Und hier kann ich dann wieder den rechten Winkel suchen. So, hier. Rechter Winkel, Klick. Und habe wieder meinen genau eingepassten Kreis. Danke.